Stadion Essen, nächste Auflage des Duells der kleinen Kreier gegen die großen Rot-Weißen. Die Frage, kann RWE diesmal seiner Favoritenrolle gerecht werden? Erster Angriff, Rot-Weiß mit Fritz und Bayer nochmal, Fritz aber... Gut geklärt von Vincent Wagner, der spielte ja früher für RWE, dann die Rot-Weißen mit Windmüller. Was ist das denn für ein Patzer? Jesilova sagt Danke. Emre Jesilova bringt die Kreier in Führung. Und jeder weiß, am besten natürlich Gino Windmüller selbst, was er da für einen Klops fabriziert hat. 10 Minuten rum, der Außenseiter führt, Stefan Blank, kreisneuer Trainer, natürlich zufrieden, dann Ecke, Krei, Alic am Ball, dann Aubameyang. Das war die Gelegenheit sogar zum 2:0. Glück für RWE. Die Kreier-Fans hoffen auf die nächste Überraschung. Dann Freistoß Bayer. Kein Problem für Torwart Kunz. Dann wieder Moritz Fritz raus zu Huckle, geklärt und wieder Benjamin Bayer. Aber keine Mühe für Philipp Kunz, auch der ja früher bei RWE. Nur selten kommen die Kreier in Verlegenheit. Hier bringen sie sich aber mit einer Rückgabe selbst in Gefahr. Im letzten Moment rettet Kunz jedoch vor Platzek. Gegenüber Stoike Richtung Jesilova. Diesmal kann der die Kugel aber nicht unter Kontrolle bringen. Dann sind wir kurz vor der Halbzeit. Flanke Huckle und tatsächlich... Kapitän Moritz Fritz, der schafft den Ausgleich. 45. Minute, Hoffnung im RWE-Lager, dass sich eine Enttäuschung wie zweimal in der vergangenen Saison diesmal nicht wiederholen möge. Halbzeitstand 1:1, das alles vor 7.500 Zuschauern. Zweiter Durchgang, Freistoß Rabihic, Nachschuss Bayer. Klar, die Kreier stehen kompakt und tief hinten drin. Nächster Freistoß, Kopfball Platzek. RWE in der zweiten Hälfte mit ihm hier, mit Moritz Fritz im Angriff. Nächster Anlauf mit Fritz, mit Suku, Cebio, Suku. Da wird er angeschossen und irgendwie bezeichnend mit gegnerischer Hilfe kommt RWE im zweiten Durchgang zu seiner besten Chance. Nichts kommt dabei heraus. Mit etwas Pech hätten die Rot-Weißen hier fast sogar noch das 1:2 kassiert. So bleibt es beim Unentschieden. FC Krei, Rot-Weiß Essen 1:1. Für die Kreier wieder mal beachtlich. Insgesamt aber ein Ergebnis, das beiden nicht hilft. Für den rot-weißen Anhang jedenfalls ein weiteres Frusterlebnis.